So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und guck mal, wie herrlich das ist. Ne? Da steht sogar noch der Baum, ne? Der Weihnachtsbaum. Man muss aber aufpassen, wenn man hier läuft. Weil das hier, das ist so schmierig. Da fliegst du gleich wieder hin. Bei mir ist jetzt immer noch Freitag. Ab 10 Uhr hat also hier dieses Berge der Macht Event begonnen. Oh, guck doch mal den Brunnen an. Mein Gott, ein Brunnen. Es ist alle, gerade in dem Moment denke ich, dass Winter meine Lieblingsjahreszeit ist. Vergesst mal den Sommer. Winter sieht alles so friedlich aus. So schick, so schön, so fein. Das ist schon wieder gerutscht. Auf jeden Fall um 10 Uhr. Berge der Zeit Event hat begonnen. Shiny Schneckmark. Habe ich alles schon mal erzählt vorhin. Habe nämlich vorhin hier diesen Aerodactyl Community Raid gemacht. Der halt jetzt ein bisschen nach hinten losging. Deswegen begebe ich mich gerade auf die Suche nach einem Heatran Raid. Und beim Old City Tower muss wohl gleich einer aufgehen. Das Video werde ich aber wahrscheinlich erst am Samstag dann veröffentlichen. Wir wollen auch das Heatran natürlich begrüßen, wo ich ja einen 100er habe. 200er. Möchte mir jetzt einfach nur XL-Bonbons farmen, sammeln, das 100er dann auch hochziehen. Und ich melde mich gleich nochmal, wenn ich euch nochmal einen Brunnen zeigen kann. Und den Old City Tower natürlich. Guck, ich glaube, es wiederholt sich alles. Hier ist schon wieder ein Baum, ne? Mit so roten, mit roten Glaskugeln dran. Und daneben ist auch gleich schon wieder der nächste Brunnen. Das ist auch so ein Brunnen, wo wir im Sommer immer drin baden waren, Musikvideo gedreht haben. Aber jetzt sind wir gleich am Old City Tower. So, da sind wir auch schon angekommen. Denn das hier ist irgendwie so ein Stück Mauer. Und an der Mauer ist hier vorne der Old City Tower. Und ich kann gar nicht verstehen, wieso es immer Leute gibt, die sagen, sie haben eine Winterdepression. Herbstdepression, verstehe ich. Es ist dunkel, es regnet, kompletter Mist. Sommerdepression würde ich auch verstehen. Überall die nackten, fröhlichen Leute. Gehst ja kaputt. Aber Winterdepression. Guck doch hier, wie schön es ist. Das ist doch, da muss man noch gute Laune kriegen. Das ist auf jeden Fall der Old City Tower. Das ist der einzigste Nachteil vom Winter. Du kannst halt nirgendwo deine Handys hinlegen. Beziehungsweise liegt das, glaube ich, an der Arena. Im Sommer wüsste ich auch nicht, wo ich die hinlegen soll. Ich habe jetzt hier mein Brettle dabei. Aber wenn ich die alle aufs Brettle lege, die werden ja trotzdem nass, weil es schneit. Aber nicht so schlimm, wie wenn es regnet. Ich baue mich jetzt mal irgendwo auf. Und dann sage ich euch, wen wir jetzt einladen zum Heatran Community Raid. So, das ist jetzt alles wieder ein bisschen dunkler hier. Ne? Seht wieder die Jacke, da stehen Autos. Ihr steht im Prinzip jetzt hier auf den Mülltonnen. Da ist hier Regi Eis, Regi Steel, Regi Rock, passt überhaupt nicht. Aber Regi Eis passt. Der kommt ja diesen Monat auch noch. Wir lesen euch mal kurz vor. Im Community-Tab natürlich wieder, wen wir einladen wollen. Habe ich mir alles aufgeschrieben. Brandon DiCamillo, guckt dir den an. Bester Mann aus der Kindheit. Ja, wir gehen jetzt hier rüber. Im Community-Tab für 12.21 Uhr ist der Raid angesetzt. Heatran, Community-Raid und wichtig, weil viele immer sagen, wenn die da drauf gehen, sie sehen nur 3 Kommentare, da steht aber 10. Ich drücke immer extra nochmal, nicht Top-Kommentare, sondern neueste zuerst und dann die Reihenfolge wirklich, wie die dastehen. Hier ist Paul. Paul hatten wir schon beim Mega Aerodactyl-Raid, der hat aber 1995 geschrieben hinten, das ging nicht, den Code gab es gar nicht. 1985 passt, diesmal konnte ich ihn adden. Wir haben Paul, Kulidita, Toxic, Master Maden, Schnitzelmann, sind 5 Stück auf dem einen Account. Und der andere Account kriegt Jenaya, Blood and Tears, Brotpilot Lima, Wickeda und Matsli. Brotpilot Lima schreibt ja auch, sind bereits Freunde. Aber der Main Account lädt ja nicht ein, der ist nur dabei. Die Raid-Accounts laden ein und die haben gar keine Freunde. Deswegen immer wichtig, Trainername, Trainer-Code schreiben, dass ich euch adden kann. Rest hat es leider nicht geschafft. Hier der Alba, der Sven, der Andrej ist back. Die werde ich jetzt auf jeden Fall alle hier mal
einladen gleich. Wir gehen aber mal wieder auf die GoTool-App, weil die ja so genial ist, haben wir rausgefunden. Mal gucken, was es uns bei Heatran anzeigt, aber eigentlich wissen wir es ja schon, wir nehmen Boden. Boden gegen den Stahltyp, Boden gegen den Feuertyp. Was zeigt es uns hier an? Da, Knackrack, Stolunior, Knackrack, Rihonior, Demeteros, Groudon, alles mögliche. Wenn wir jetzt mal auf Kopieren gehen und gehen dann mal ins Spiel, können wir ja mal gucken, ob es uns diesmal die Pokémon, die da stehen, auch in der App anzeigt, weil bei Aerokack-Sprüh ging das ja nicht. Da hat sie hier Wasser und vorgeschlagen. Du drückst drauf, kopierst das rein und plötzlich war was ganz anderes da. Habe ich nicht verstanden. Werde ich bis heute auch nicht verstehen. Mal gucken, ob ich überhaupt den Raid mitmachen kann. Weil gestern, also vorhin, hat es mich ja rausgeworfen. So, ich gehe jetzt mal hier drauf. Wir drücken wieder einfach nur das hier rein, nach WP sortiert, das passt. Hier Groudon am Start, Knackrack am Start, Demeteros, Rihonior, das sieht also gut aus, auch Stalobor, also schön diese ganzen Erdtypen. So, 3 Minuten noch, ich muss jetzt ein bisschen hier noch was ummodeln und dann mal gucken, wer alles angenommen hat und ob alle reinkommen. Also würde ich sagen, bis gleich. So, so sieht das dann also aus, wenn wir hier unser Brettle haben. Da legen wir alles drauf, da müssen wir nichts ablegen. Es regnet natürlich trotzdem, also es schneit trotzdem drauf, das heißt, es wird alles nass. Ihr steht jetzt nicht mehr auf dem Regi-Eis, ihr steht jetzt auf dem Regi-Rock, auf dem Improvisierten. Wir müssen jetzt gleich wieder eine private Gruppe machen, das heißt, wir gehen jetzt hier überall drauf. Und ich habe gesehen, es fehlt schon wieder einer. Eben war es 2, 3, jetzt ist es 4, 5, also einer fehlt definitiv noch. Wer das ist, weiß ich nicht. Es ist jetzt auf. Das heißt, ich gehe jetzt natürlich auf die Lobby, muss sie wieder privat machen, fange wieder in der Mitte an. Netzwerkfehler! Oh mein Gott, Niantic, ich hasse dich. Mach doch! Jetzt stehe ich hier und kann nichts machen. Jetzt wieder mal neu laden. So, wir gehen nochmal neu in die App. Mittlerweile ist der ganze Bildschirm nass. Aber vielleicht wird es ja trotzdem was, wenn ich hier drücke, reagiert es wenigstens noch. Jetzt müssen wir nur noch mal kurz reinladen und dann geht's gleich los. Schon 1 Minute drüber. Ach, kein Wunder, das ist keiner mehr da. Sind schon wieder alle gegangen. Vielleicht ist der Winter doch nicht so passend für Pokémon Go. Obwohl da überhitzen die Handys wenigstens nicht. Ich finde, im Winter ist die beste Temperatur zum Pokémon Go spielen. Es ist gerade nicht zu kalt, es ist irgendwie angenehm. Ich finde es angenehm, ich finde es cool, ich liebe den Winter. So, wir haben jetzt hier reingedrückt. Gruppe erstellen. So, Taubsi, Bisasam, Smetbo. Taubsi, Bisasam, Smetbo. Hier einladen, da einladen. Schnitzelmann, Paul, Kurli, Master Martin, da fehlt einer von der ersten Gruppe. Matzli, Bloodentiers, Brotpilot, Shenaya, Wicketa. Und da fehlt keiner von der zweiten Gruppe. Diesmal die zweite Gruppe, besser als die erste. Aber irgendeiner fehlt trotzdem. So, kurz durchrechnen. 9 Eingeladene, 10, 11, 12. Bei 12 müsste ich aufmachen, weil dann alle drin sind. So dass der Hannes sozusagen noch mit reinkommen kann, wenn er vor Ort ist und das spielen will. Ansonsten hätte ich jetzt keine Ahnung. Wenn ihr wisst, wer gefehlt hat, weil ihr aufgepasst habt oder habt euch oder ihr spult kurz zurück und guckt, dann sagt Bescheid. Dann wissen wir das auch. Hier Knackrag ist am Start, Max ist am Start, Frau Deluxe, Demeteros, alle am Start. Spätestens bei 50 könnte ich es theoretisch trotzdem auch wieder aufmachen. Sind jetzt eh 11? 11? 11, immer noch 11. Wir machen es mal jetzt auf öffentlich. In der Hoffnung, dass kein Fremder reingeht, aber wenigstens die, die sich eingetragen haben. So, 12, das sieht gut aus. Ich gehe auch mal hinter, ich schaue mal hinten rein. Also mit Hannes müssten wir eigentlich 14 sein am Ende. Hannes ist drin, dann fehlen 2 Eingeladene,
blickst du nicht mehr durch. Das ist doch. So, ich drücke jetzt hier, ich drücke jetzt da, der in der Mitte, der wird nicht gedrückt, egal. 12 Leute, 9, 10, 11, 12. Da fehlt ja doch nur einer. Leute, der Schnee ist schuld, ich sag's euch. Der Schnee ist sowas von schuld. Da kannst du nicht rechnen. So, wir hauen ihn jetzt mal hier weg. 21,45 müsste ja der 100er wert sein. Ne? Wir können auch so mal ein Stück hier hinterlaufen, können uns ein bisschen bewegen. Dann hört ihr mich nicht mehr so gut. Im Endeffekt ist das Mikrofon eh die ganze Zeit so nass, dass ihr gar nichts versteht. Wir hauen ihn jetzt hier weg. Wir gucken dann kurz, ob es shiny ist irgendwo drauf. Dann werde ich fliehen bei den Kleinen. Und werde gucken, wer gefehlt hat. Also wer von den Eingeladenen nicht rein ist. Und wer nicht eingeladen wurde, weil er nicht angenommen hat, das sagt ihr mir dann. Oder so ähnlich, habe ich mir das gedacht. Ist jetzt auch ein bisschen schlecht mit Fangen. Weil das jetzt alles komplett nass ist. Ich weiß nicht, ob ich zum Fangen nochmal woanders hingehe oder mir was anderes suche. Vielleicht das Handy kurz abtrocknen und mich dann nochmal melde. Wäre vielleicht die bessere Lösung. So. Ich habe jetzt durchgedrückt. 21,19, 20,92. Das ist beides nix. Jetzt gehe ich mal kurz hier rein. Guck mal kurz nach den Freunden. Wicke da hat gefehlt. Also wurde eingeladen. Vielleicht ist keine Einladung angekommen, das weiß ich jetzt nicht. Ich muss Wicke da dann mal sagen, wo der Fehler war. Und hier bei der ersten Runde fehlt auch einer, aber das wusste man ja schon. Jetzt mache ich das mal hier aus. Alles, was hier so komplett nass ist. Der Bildschirm spaltet sich auch schon auf. Wir drücken mal kurz, dass wir vielleicht wenigstens in den Fangbildschirm kommen. Wir kommen nicht in den Fangbildschirm, okay, Moment, doch jetzt. Ah, das Gerät ist im optimalen Zustand, ja, das glaube ich nicht. Drück nochmal drauf. Und vielleicht schaffen wir es, 21,14, den trotzdem irgendwie zu fangen. Ich stelle mich jetzt mal hier rein, egal. Wir probieren das jetzt einfach zu fangen mit vollgeschmiertem Bildschirm. Lässt sich trotzdem ganz gut werfen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist so nass, da sind so viele Tropfen drauf. Gleich kann ich nicht mehr telefonieren. Hat auch so einen mega großen Kreis. Also wer das nicht trifft, da könnten wir eigentlich auf einfach fabelhaft gehen. Das heißt, ihr haltet den Ball wieder fest, stellt den Kreis ein, bis er relativ klein ist. Vielleicht so. Ja, jetzt hat es schon geworfen. Ich wollte gar nicht werfen. So, jetzt ist der Kreis eingestellt und wenn er jetzt angreift, werft ihr den Curveball, sodass sich der nicht mehr verstellt, deswegen nur werfen, wenn er angreift, so wie jetzt. Und dann trefft ihr einfach fabelhaft. So einfach ist es. Ihr braucht den Kreis jetzt auch nicht nochmal einstellen, denn solange ihr nicht werft und rumcurft, verstellt er sich ja nicht. Also nur werfen, wenn er angreift, so wie jetzt, und dann passt das, dann trefft ihr automatisch wieder rein. Also ihr müsst schon ein bisschen zielen, natürlich. Nicht zu doll, nicht zu lasch. Aber ich finde, Heatrain lässt sich richtig gut fangen. Oder werfen oder was auch immer. Auch hier, ihr müsst nicht mal eine 8 machen, es reicht auch ein normales U. Bisschen Schwung ist da. Ich hoffe, der bleibt jetzt gleich drin. Nein! Nein! Ja! Fast! Nein! Hey, jetzt ist es doch fast wieder richtig, dachte ich. Ich muss das mal ganz kurz abwischen. In der Hoffnung, dass es jetzt vielleicht wieder besser geht. Also, Bildschirm sieht schon mal gut aus. Hat sich auch nicht verstellt, das sind die Moves, so müsst ihr das machen. Einfach mal kurz in die Hosentasche gesteckt und schon sieht es wieder gut aus. Jetzt kann es wieder neu verschneien. So. Ach, wird das herrlich. Stellt euch vor, die Shania kommt und wir machen eine Raid-Wandertour mitten im Schnee und im Regen mit Bier und Döner. Ein Bierchen, ein Döner.
mitten im tiefsten Winter. Aber ich freue mich wirklich. Ich freue mich so sehr, dass es schneit. Ihr glaubt das kaum. Und da ist er auch drin. Er ist drin, mein Gott. Alter, alles eingeschneit. Hier, unser Tablet-Halter ist am Arsch. Alles am Arsch. Regi-Eis auch am Arsch. Wir können es jetzt ganz kurz nochmal bewerten. 13, 15, 12. Und, was ich jetzt noch mache, ich gehe nochmal ganz kurz auf YouTube und schau mal, ob ich den einen Typ finde, der es nicht reingeschafft hat. Also der nicht angenommen hat. Der muss ja unter den ersten 5 gewesen sein. Paul, Kurli, Toxic, Master Maden, Schnitzelmann. Also einer von denen. Paul war drin. Kurli war auch drin. Beim Rest weiß ich es nicht mehr. Habe ich vergessen. Schreibt es mal rein, wenn ihr aufgepasst habt. Wer nicht angenommen hat, wer gefehlt hat. Vorhin wissen wir es, jetzt nicht. Das war's vom Community Raid. Wenn ihr was Gutes hattet, schreibt es in die Kommentare. Wenn ein Shiny dabei war, schreibt es rein. Wenn es ein 100er war, schreibt es rein. Guck mal, sieht aus wie so eine Natururinwanderung jetzt. Mit Pokémon Go Allüren. Also, das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und Samstag, Sonntag, Heatran Raids, aber das kommt ja wahrscheinlich eher am Samstag. Da ist es dann eh schon vorbei mit der Ansage, außer für Sonntag. Ciao.